Ich habe meine Aufzeichnungen zurück. Aber der Kommissar ist bereits auf dem Weg. Na, dann sagen Sie ihm ab, sobald er hier ist. Wie Sie meinen. Ich wollte Ihnen die Angel zurückbringen. Super! Hat einer angebissen? Ah. Sozusagen. Hier im See ist einiges los, das sage ich Ihnen, Professorchen. Ja. Bis gestern habe ich so einen großen roten Hering gefangen. So, ich suche eben Ihr Pfeil. Ja. Ah, so, bitte sehr. Hier ist Ihre Pfeife. Pfeife? Na, Ihre Pfeife. Das ist nicht meine Pfeife. Nicht Ihre Pfeife? Na sicher ist es Ihre Pfeife, Sie Pfeife. Wenn das meine Pfeife wäre, wüsste ich davon. Ich hatte Ihnen was ganz anderes als Pfand dagelassen. Aha. Hm. Was soll das gewesen sein? Mein Massagestab. Ihren was? Einen Massagestab habe ich hier nicht. Wie gesagt, hier ist Ihre Pfeife, Herr Tenhauser. Ja, besser wir nehmen die Pfeife. Besser wir nehmen die Pfeife. Tode? Hallo Professorchen. Mach mir mal ein Bier. Ich hätte da noch eine Frage. Ja, natürlich. Sagt Ihnen der Name Lazarus Taft etwas? Taft? Ja. Ja, ja, allerdings. Doppelkopfspieler. Hat meine Gäste ausgenommen wie Weihnachtsgänse, wenn Sie mich fragen. Übler Typ. Lassen Sie sich bloß nicht mit dem ein. Hm. Oh, da sagen Sie was. Ach, schon gut. Konnten Sie mein richtiges Pfand wiederfinden? Was meinen Sie? Mein Massagestab. Ihren was? Vergessen Sie es. Das hat keinen Sinn, der ist weg. Fühlen der, Sie sich wie der zu Hause, ist für immer Professor. Verschwunden. Mal hier gibt's neues Essen. Oh, es gibt wirklich neues Essen. Und diesmal keine Fliegen. Ich möchte das Buffet nicht einpacken. Es gehört eigentlich direkt in den Müll. Ja. Dazu hatte ich. Ja, nee, den will ich nicht hören. Alles gut. Reden wir doch nochmal mit der Kleinen. Hi Leni, was gibt's Neues? Heute ist der große Jubiläumsmarathon von Twilight Area. 12 Stunden am Stück. Perfekt. Draußen ist das große Dorffest. Hast du nicht mal Lust auf die echte Welt da draußen? Die echte Welt ist da drin. Siehst du sie nicht? Recht hat sie. Das ist nicht die echte Welt. Das ist eine Fernsehsendung. Ich überleg's mir. Jetzt muss ich aber erstmal weitergucken. Sie ist wieder in ihrem Paralleluniversum. Da ist eine braunsche Röhre drin. Die könnte ich gut für den Quantendiskriminator gebrauchen. Aber die Kleine wird für immer traumatisiert, wenn ich ihren einzigen Freund auseinanderbaue. Ja. Das bringe ich nicht übers Herz. Nee, wenn man anderen im Fernseher klauen. Hm. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Oder wir müssen sie rauslocken. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Okay, hier ist der Schlüssel ja auch immer noch weg, ne? Ja. Verschlossen. Gut. Dann gucken wir mal, was auf dem Dorffest los ist. Ich bin gespannt. Ich hoffe, wir sehen Klaus wieder. Den Fuchs, die Fuchskatze. Ui. Entenrennen. Schießbude. Geil. Zuckerwatte. Neue Leute, sehr nice. Da wollen wir doch gleich mal ins Gespräch kommen hier. Ein Tombola. Herr Tenhauser, ja. Treten Sie näher. Hallo. Woher kennen Sie denn meinen Namen? Ja, ist ein kleiner Ort. Was Penelope ist richtig? Hades. Meine Schwester und mir gehört der Bootsverleih vorne am See. Ah, das ist Penelope. Gibt's hier was zu gewinnen? Als Hauptpreis winkt eine ganztägige Bootsfahrt auf der trüben Lanke. Was kostet denn ein Los? Ein Los, 50 Pfennig. Leider sind schon alle Lose verkauft. Das ist natürlich schlecht. Schade. Tut mir leid. Das ist natürlich schlecht. Jedes Los ein Gewinn. Garantiert keine Nieten. Garantiert. Ich muss weiter. Dann aber eine Zuckerwatte. Wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist es Zuckerwatte. Wer mag denn keine Zuckerwatte? Ist das Ihr Mann? Außer Konkurrenz. Das ist eine Schießbude für Kinder. 12 Schuss, 4,50. Oha.
Ein Treffer, ein Gewinn. Und na gut, da kann man ja 12 Gewinne. Das ist ja. Das ist doch übel einfach. Sorry, aber. Ich wollte mit ihm reden. Wann kann ich nicht mit ihm reden? Dann, hier. Der Musiker. Geht gleich los, Kumpel. Lass mich nur noch kurz auf Betriebstemperatur kommen. Geht gleich los, Kumpel. Okay. Ah, gehen wir mal wieder jetzt zu unserem Freund. Wo ist Klaus? Mein Herr? Herr Tannhauser, schön, Sie zu sehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Wie geht's Klaus? Er ruht sich aus, sehr mein gut. Treuer Klaus. Schöner Reim. Genießen Sie das Fest? Ja, sehen Sie nur. All die Lichter, die wundervolle Musik. Das ist mein Trüberbrook, so ja. Wie ich es am liebsten habe. Das kann ich verstehen. Haben Sie schon mal den Namen Lazarus Taft gehört? Wie er das jeden fragt. Taft? Ja, ein echter Tunichtgut. Ich habe ja nichts gegen Fremde. Schon gar nicht, wenn sie als Touristen herkommen. Aber dieser Taft war mir von Anfang an suspekt. Wenn Sie mich fragen, lassen Sie sich bloß nicht mit ihm ein. Oh, da sagen Sie was. Es ist etwas beunruhigend, dass das jeder sagt. Es war mir eine Ehre. Bis bald, Herr Tannhauser. Bis bald. Was gibt's hier? Mandelnüsse? Gebrannte Mandeln. Ja. 10 Pfennig. Das sind Preise. Boah, was juckt's mich als an der Nase? Ich hasse das. Dann nehme ich doch direkt welche. Also für 10 Pfennig. Einmal gebrannte Mandeln, bitte. Einmal gebrannte Mandeln, kommt sofort. Bitte sehr, der Herr. Danke, können wir vielleicht uns noch unterhalten? Nee, kann ich einfach nochmal? Ich hab schon genug. Okay, dann einmal hier, hau den Lukas. Kommen das Sie heißt, ran, kommen den Sie Lukas. Ran. Wollen Sie Ihre Muckis testen? Ja. Na gut. Bin ich doch dabei. So würde es bei mir auch ungefähr aussehen. Achso, ich dachte... Naja, das war ja schon mal null. Nicht so schlecht. Mal unter uns. Ein paar Vitamine würden Ihnen vielleicht ganz gut tun, ne? Immer dran denken. Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Richtig. Ein Bleipokal? Also ein Pokal aus Blei? Können wir bestimmt gebrauchen. Er trägt einen Violinenhals als Holzbein. Ja, da kann er jeden Tag, wenn er will, musizieren. Ahoi. Schön hier, oder? Ja, sehr. Was macht ein Matrose hier draußen auf dem Land? Ich bin eigentlich kein großer Freund von Wasser. Bin einfach nur froh, meine Füße im Trockenen zu haben. Aber ist das nicht ein Matrosenanzug, den Sie da tragen? Ja, und? Also, Sie haben Angst vor Wasser? Schön. Ei, Thalassophobie. Alles Ach, fing Gott. An, als ich noch ein Junge war. Damals zu Hause an einem schönen Sommertag. Ich war gerade planschen im See, als mein Onkel Ulf plötzlich mit dem Hintern voran zu einem ungestümen Sprung ansetzte. Sein gigantisches Gesäß stürzte wie ein Meteor auf mich herab. Der Anblick verfolgt mich bis heute. Ja, das glaube ich. Damals... bin ich fast ertrunken. Oh je. Heute bin ich mir sicher, das muss der Moment gewesen sein, in dem ich diese schreckliche Angst vor Gewässern entwickelt habe. Ja, gut möglich. Warum sind Sie denn überhaupt zur wenn See Sie die gefahren? Frage gestatten, wieso sind Sie überhaupt zur See gefahren, wenn Sie so große Angst vor Wasser haben? Das habe ich mich auch oft gefragt. Meine Mutter hat darauf bestanden, mich meinen Ängsten zu stellen. Also bin ich Seemann geworden. Das ist verwirrend. Frag mich mal. Ja. Was ist mit Ihrem Bein passiert? Tja, das war bei meinem zweiten Job als Klavierspediteur. Oh Gott, ich möchte Gott, nicht oh allzu sehr ins Detail gehen. Ja, ist okay. Dank der Barmherzigkeit eines reumütigen Instrumentenherstellers konnte ich mir dieses hübsche neue Bein hier leisten. Und aus meiner frühzeitig abgeschlossenen Berufsunfähigkeitsversicherung beziehe ich eine ansehnliche Invalidenrente, die mich über die Runden bringt. So nämlich. Weit, weit weg von der rauen See. Besser ist es. Das ist eine schöne Geschichte. Ja. Das ist eine traurige Geschichte. Ich bin mir nicht sicher. Eine Mischung aus beidem. Ich muss da mal wieder. Passe auf dich auf. Du auch auf dich, junger Mann. Okay. Dann gucken wir doch mal, was hier am See los ist. Nix. Das kriegen wir immer noch nicht auf.
nehme ich an. Ja. Gucken wir uns mal hier, was gibt's denn für Eis? Jetzt so ein Eis? Hansen-Eiscreme. Die habe ich als Kind immer gern gegessen. Aber du kommst doch aus Amerika. Naja. Okay, was ist hier? Da liegt was. Hätte ich gar nicht gesehen. Ein Ticket für die Tombola. Oh. Heute ist wohl mein Glückstag. Aber wirklich. Können wir doch noch teilnehmen. So, ansonsten. Oh, wir haben jetzt eine Pfeife. Ach du Gott. Okay. Erstmal Beverly davon erzählen. Beverly. Bekanntermaßen sind Rabenvögel durchaus gesellige und kluge Zeitgenossen. Ich habe mich jüngst mit einem ganzen Schwarm dieser beeindruckenden Singvögel angefreundet. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte so sein wie sie. Ach, könnten wir nur gemeinsam in den Süden fliegen. Ja. Ob sie mich als einen der ihren akzeptieren würden? Ein bisschen Ähnlichkeit habt ihr auf jeden Fall. Vielleicht würde das sogar klappen. Füttern wir die Guten doch mit unseren Mandeln. Komm, put. Schmeiß doch nicht gleich alle auf den Boden, ist doch noch selber. Na gut, bei 10 Pfennig, ne? Ups, ich hab sie wohl zu viel gefüttert. Wie, du hast sie zu viel gefüttert? Hm. Ein schöner, gesunder Baum. Acer pseudoplatanus, der Bergahorn. Ja. Ich wüsste nicht, wohin. Ach, das geht jetzt aber theoretisch. Ich wüsste nicht, wohin. Okay. Ich dachte, es geht. Geht wohl doch nicht. Ja. Bis zur nächsten Stadt sind es zig Kilometer. Ja, ich erinnere mich. Eine geteilte Nation. Stimmt. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Okay, also sonst gibt es hier ja auch nichts mehr. Mit den Vögeln können wir auch nichts machen. Ich kann nicht nochmal einfach aus Spaß an der Sache nochmal pfeifen. Das juckt keinen mehr. Die sind beschäftigt. Leckere gezuckerte Mandeln, da ist das Interesse. Da ist das Interesse für unser Gepfeife direkt weg. Okay. Hier gibt's wohl nichts für uns, das ist schlecht. Wie sollen wir denn... Treten Sie näher! Jedes die Tombola. Gewinn garantiert keine Nieten! Ja, wir gewinnen wahrscheinlich. Klingt eine ganztägige Bootsfahrt auf der trüben Lanke. Und dann können wir über die trübe Lanke düsen. Ja, ich hab mein Ticket hier. Hier! Ich habe ein Los gefunden. Na sowas, die Glückspilz. Schauen wir doch mal nach, was Sie gewonnen haben. Okay, halten Sie sich fest. Hier ist Ihr Preis. Eine Dose Katzenfutter. Zur Verfügung gestellt von der Trüberbrucker Werbegemeinschaft e.V. Hui. Hui. Na, schönen Dank. Na, super. Viel Spaß damit. Ich dachte, wir gewinnen doch vielleicht... Jedes Los ein... Okay. Ich muss weiter. Dann kommen wir mal hier hin. Ach, wer ist denn sie? Hallo. Schöner Abend für einen Spaziergang, nicht wahr? Unheimlich. Die Luft. Riechst du das? Ist da eine Fußnull und Socke? Fichten, auch einer stark. Glasien. Ich konnte Koniferen noch nie so gut auseinanderhalten. Die Fichte sticht, die Tanne nicht. Tanne. Fast so wie mein Name. Nie drüber nachgedacht. Wie heißt du denn? Tannhäuser. Tannhäuser würden wir hier sagen. Deutsche Wurzeln? Mein Opa. Hm. Ja. Okay. Mal nochmal durchgucken. Vielleicht. Man muss eine Münze einwerfen. Ich hab da eine Münze. Ah ne, die hab ich eins.
Ja, ins Becken geschmissen. Mit dem Ding fahre ich ganz bestimmt nicht nochmal. Ja, davon würde ich auch abraten. Ich kann nicht mit leeren Händen zum Portal zurückkehren. Ja. Beverly, ich habe eine verblüffende Entdeckung gemacht. Nicht so laut. Bei der einzigen Telefonzelle des Dorfes handelt es sich scheinbar um eine Art Geheimgang. Da oben ist, ich habe was erspäht. Direkt da oben, über der Telefonzelle. Was ist das? An einer der Felswände ist mir ein Zeichen aufgefallen. Ein Hexagon. Über seine Bedeutung kann ich nur Vermutungen anstellen. Millennium Kooperative. Das kriegen wir immer noch nicht auf. Ich sag's, wie es ist. Ich empfinde es als schwierig, jetzt noch irgendwas Brauchbares zu finden. Wo sind die Lage? Geht so. Du siehst schlimm aus. Tut mir leid. Ach so, gut. Wirklich, ich höre das häufiger. Wegen des Quantendiskriminators. Ja? Ich habe leider völlig den Überblick verloren. Was brauchen wir nochmal? Am besten guckst du dir den Plan an. Wir brauchen eine Energiequelle, am besten eine richtig starke. Während wir in meiner Dimension hätte ich vorgeschlagen, eine dieser tollen 90.000 Volt Batterien einzusetzen. Aber die Möglichkeit haben wir leider nicht. Puh, das ist ganz schön viel Saft, den wir da brauchen. Außerdem brauchen wir einen Teilchenbeschleuniger. Wo soll ich diese Sachen hernehmen? Hier drin zu verbauen. Eine braunsche Röhre vielleicht? Aus einem TV-Gerät? Könnte funktionieren. Da weiß ich was. Ja. Ein Interface, um das Gerät zu steuern. Eine Tastatur, eine Klaviatur, irgendein Eingabegerät. Verstehe. Dann noch ein potentes Kühlmittel. Sonst fliegt uns das Teil um die Ohren. Irgendwelche Ideen? Wasser wird wohl nicht reichen. Lass dir was einfallen. Okay, ich bin bald zurück. Sag ich da nur. Wie sollen wir denn irgendetwas davon kriegen? Wir haben Thunfisch, wir haben das Zeug. Achso, das ist das leere Gefäß. Okay, also, wie kriegen wir sie nach draußen? Vielleicht... Sie ist wieder... Sie ist wieder in einer Art Trance. Achso, nee, das war schon was bei... Ja. Notiz an mich selbst. Das ist ein Fall fürs Gesundheitsamt. Keine Angst, ich esse davon nicht. Hätte schon beim ersten Mal nicht gemacht, aber er musste ja unbedingt. So, das ist eine Option, ja. Aber was ist mit dem Rest? Hier... Außer Konkurrenz. Das ist eine Schießbude für Kinder. Ja... Wenn ich eins nicht leiden kann, dann... Dann ist es Zuckerwatte. Jetzt vielleicht ein Ständchen? Ja. Lass mich nur noch kurz auf Betriebstemperatur kommen. Okay, ansonsten haben wir hier... Warum danach pfeifen? Warum? Okay. Hey, verschwindet ihr Spielverderber. Ich dachte, die fällt jetzt vielleicht runter. Nee, ich will da nicht hoch. Es ist das Fenster zu meinem Zimmer. Ja. Das hat uns irgendwie nicht weitergebracht, ja? Dann fliegen wir darüber.